Hallo ihr Lieben! Ihr wollt lernen, wie man richtige Instagram-Bilder macht? Dann bleibt dran! Kleiner Scherz beiseite. Heute habe ich ein Rezept, das entstanden ist, als ich mal wieder nicht wusste, was ich zubereiten soll. Ursprünglich wollte ich einen gefüllten Kuchen als Gastgeschenk zubereiten. Dafür habe ich erstmal meine leckere Tortencreme zubereitet, indem ich erstmal einen Pudding koche aus Zucker, Bourbon-Vanillezucker, Weizenstärke und Mehl. Die genauen Mengenangaben stehen natürlich alle unten in der Infobox. Die trockenen Zutaten vermenge ich kurz mit dem Schneebesen und gebe dann die Hälfte der Milch hinzu. Wenn alles glatt gerührt ist, kommt natürlich der Rest der Milch auch noch hinzu und der Pudding sollte dann bei mittlerer Temperatur gekocht werden, bis das Ganze andickt, dann noch eine Minute weiter köcheln lassen und vom Herd runternehmen. In den heißen Pudding gebe ich noch einen großen Esslöffel Butter hinzu, lasse diese unterrühren schmelzen. Entweder deckt ihr euren Pudding jetzt mit Frischhaltefolie ab oder ihr füllt das Ganze in eine andere Schüssel. Zwischendurch umrühren, damit sich keine Haut bildet. Und während der Pudding auf Zimmertemperatur kommt, backe ich aus einer Fertigmischung einen Schokokuchen. An diesem Tag wollte ich es einfach haben und ich hatte noch diese Backmischung aus Amerika, die ich sowieso ausprobieren wollte. Also, why not? Probierst es mal aus, habe ich mir gedacht. Kann ja nicht schaden. Den abgekühlten Pudding schlage ich mit frischer Sahne auf. Zum Andicken kommt noch etwas Sahnesteif oder Sanapart hinzu. Idealerweise sollte der Pudding und die Sahne ungefähr die gleiche Temperatur haben, damit das Ganze nicht gerinnt. Und die fertige Creme kann jetzt noch im Kühlschrank ruhen. Jetzt kommt nochmal frische Sahne, und zwar kochend heiße Sahne zum Einsatz. Damit bereite ich aus Zartbitter und Vollmilchschokolade eine Ganache zu. Auch hierfür schreibe ich euch die Mengenangaben in die Infobox. Übrigens habe ich aus all den Zutaten insgesamt 2 Torten mit 16 cm Durchmesser zubereitet. Als wichtige Grundlage benutze ich immer Tortenkarton. Den habe ich passend zu meiner Form ausgeschnitten und drücke ihn in den Ring rein. Dann kommt schon die erste Schicht Krümel auf den Boden. Bei der ersten Torte habe ich es vergessen, bei der zweiten habe ich es besser gemacht. Und zwar sollte man die Ränder auch noch mit Backpapier auslegen. Da es am Ende viel einfacher ist, den Kuchen herauszuholen und es sieht natürlich viel schöner aus. Die Krümel drücke ich fest an den Boden und dann wollte ich das Ganze auch noch ein bisschen befeuchten. Dazu kann man einfach nur Milch verwenden oder Kaffee. Ich habe dann einfach Milchkaffee gemacht. Natürlich nicht zu viel Flüssigkeit drauf machen, denn die Krümel können das sonst nicht mehr gut aufsaugen. Die erste Schicht Creme habe ich vorsichtig verteilt, darauf kommt dann nochmal eine Schicht Krümel, die wieder angedrückt werden und dann kommt nochmal Creme drauf. Insgesamt kann man da 3 oder 4 Schichten machen, wie man es gerne hat. Die oberste Schicht Krümel sollte dann natürlich auch sorgfältig angedrückt werden und dann kommt auch schon die Schokolade ins Spiel. Die verteile ich gleichmäßig auf der Oberfläche. Am besten die Torte auch noch mal ein bisschen bewegen und auf die Arbeitsfläche klopfen, damit sich oben keine Luftbläschen bilden. Abgedeckt sollte das Ganze dann in den Kühlschrank kommen. Am besten über Nacht, damit der Kuchen richtig schön fest wird. Man kann ihn auch gerne, wenn man es richtig bombenfest haben will, noch mal eine Stunde vor dem Anschneiden ins Gefrierfach stellen. Bei der zweiten Torte habe ich, wie gesagt, noch Backpapier verwendet. Und da meine weiße Füllung nicht gereicht hatte, musste ich noch schnell so eine Paradiescreme anrühren. Die hatte irgendwie Haselnuss-Nougat-Geschmack, somit hat es auch sehr lecker geschmeckt, aber meine eigene Creme ist mir auf jeden Fall lieber. Und dank dem Backpapier ist es auch wirklich ganz leicht, den Kuchen aus der Form herauszuholen. Dann kann man ihn natürlich noch nach Herzenslust dekorieren und anschließend genießen. Es ist etwas schwieriger, diesen Kuchen gut zu portionieren, weil die Böden nicht fest sind, sondern aus einer Krümelmasse bestehen. Aber wie gesagt, wenn der Kuchen gut gekühlt ist, ist auch das kein großes Problem. Das Ganze ähnelt auch etwas einem Dessert, ein bisschen auch wie Tiramisu. Auf jeden Fall sehr lecker und praktisch zuzubereiten. Ich hoffe, die kleine Rezeptidee hat euch gefallen. Vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere leckere Rezeptvideos und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bis dann!